Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unspielbar, dem Format, wo auch endlich mal die Praktikanten sich an ihren wertgeschätzten Kolleginnen mal rächen dürfen und sie so richtig auf die Palme zu bringen. Unspielbar. An meiner Seite habe ich heute meinen liebgeschätzten, werten Kollegen Marc. Na, Marc? Ja, also ich bin natürlich recht relaxed. Klar, man kennt mich ja als Pro-Gamer und dementsprechend denke ich mal, dass das hier eine relativ schnelle Nummer wird, was sicherlich dem Team sehr recht ist, weil wir machen hier und da immer mal Überstunden und dass wir heute alle ein bisschen früher rauskommen, ist, denke ich mal, allen, wie gesagt, kommt sehr gelegen, denke ich mal. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Und bist du eigentlich gespannt? Sollen wir dir mal enthüllen, was du spielen wirst? Ja, also ich bin natürlich sehr gespannt. Ich habe ja alle möglichen Spiele gespielt, von Mario Kart über Farming Simulator neulich bis hin zu Fußballmanager. Insofern kann mich ja eigentlich nichts schocken. Das habe ich ja alles drei gespielt. Insofern gucken wir mal. Das habe ich mir so gedacht. Deswegen schalt mir doch erstmal gleich den Monitor an. Ach so, hier, das ist ja das, ach, hier mit dem, ach, Mittelalter-Setting, klar. Ganz genau. Assassin's Creed Unity wird dein Spiel sein. Das ist es, genau, klar. Eigentlich brauchst du da auch groß keine Kenntnisse haben, aber hast du schon mal einen Teil davor gespielt? Von dem Spiel jetzt nicht, leider. Nee, ausgerechnet das hier habe ich jetzt noch nie gespielt. Schade. Perfekt für dieses Format, würde ich sagen. Und was Marc denn so tun muss, das erklären wir jetzt in einer Matz. Marc muss sich in der heutigen Folge von Unspielbar dem Flaggenparcours aus Assassin's Creed Unity stellen. Wie der Name dieser Mission schon verrät, gilt es 34 Flaggen innerhalb eines eng begrenzten Zeitfensters einzusammeln. Zwar wandern bei jeder eingesteckten Flagge 5 Sekunden auf sein Zeitkonto, gleichzeitig können aber auch schon kleine Fehler dafür sorgen, dass er nochmal eine Extra-Runde drehen muss. Ach ja, eigentlich kann man diese Quest mit drei weiteren Personen spielen, aber weil das hier schließlich unspielbar ist, muss er da jetzt alleine durch. Das, was wird, ich weiß ja nicht. So, Marc, wenn du magst, kannst du den werten, harten Kollegen vor deiner Nase mal ansprechen mit B und dann geht's eigentlich auch schon los mit dem Turnier. Super, ja, dann freue ich mich hier. Dann wollen wir mal gucken, was der Herr zu sagen hat. Guten Tag. Denkt dran, ihr müsst schnell die Flaggen einsammeln, dann dürft ihr so. Beginnt! Okay, alles klar. So, okay. Also. Ja, wie wir jetzt sehen, Marc hat oben 3 Sekunden als immer Zeit, um die Flaggen einzusammeln. Und er wird, glaube ich, schnell merken, dass es ein bisschen tricky ist, weil die Steuerung so ein bisschen schwammig ist. Es ist ein Squid-like halt, ne? Ich will doch gar nicht. Und dass die Zeit auch sehr begrenzt ist. Also, das wird schon eine Tortur, glaube ich. Und wenn er noch nie ein Assassin's Creed davor gespielt hat und die Steuerung noch gar nicht so wirklich beherrscht, wie wir jetzt gerade sehen, kann das ein bisschen dauern. Also zurücklehnen und ein bisschen amüsieren. Ja, das war ganz gut mit dem Sliden. War gut geslidet, ne? Ja, ja, wie ein Profi. Slider. Wie ein Profi, du. Warum sind die alle noch nicht da? Oh Gott, was? Ja, jetzt wird es ein bisschen eng. Ich muss die Flaggen einsammeln. Oh. Ach so, das war dann schon die Zeit, klar. Das war dann schon die Zeit. Wie viele Flaggen gibt es nochmal insgesamt? 34. Das 34. Und ich hatte jetzt schon wie viel? 31, 32? Ja, so im etwa. So minus 30. Alter, worauf ich noch gar nicht klarkomme, ist hier gleichzeitig immer, dass man die Sicht so derbe nachsteuern muss hier jedes Mal. Boah. Wie lange hast du kein Videospiel mehr gespielt? Ja, genau. Hey, wie ein Profi. Hier ist ja keine. Ach, die ist da unten. Ach Gott. Lass dich fallen, du. Was man jetzt hier auch gut sieht, dass nicht gleich alle Flaggen sich öffnen oder aufrollen, sondern er sich da so ein bisschen Gedanken machen muss, wann er welche Flagge einsammelt und wo sich dann beim Einsammeln die nächste Flagge öffnet. Ich will da gar nicht ran! Oh Gott! Warum springt der überall ran? Ich will doch nicht ranspringen. Nein, darüber in der Mitte. Ja, komm. So, 8 von 34 hast du schon. Siehst du? Neuer Rekord. Wo ist er denn, die nächste? Mein Gott. Ja, wo ist sie denn? Hä? Ach, da ist noch eine. Ja. Ah. Ach so, das war's jetzt leider schon wieder. Das war's schon wieder, ja. Ja, genau.
Und wie du siehst, jedes Mal beim Flagge einsammeln bekommst du auch wieder 5 Sekunden gut geschrieben. Ja, das ist auch ganz gut. Ja, oder? Reicht dir ja auch. Eben. Nein! Das war gar nicht. Hier ist sie doch. Mein Gott, hier hin! Spring! Ja. Warum nimmt er die nicht? Komm. Oh Gott, wo bin knapp. Ich? Oh, fast. Ach so, jetzt ist fast. Die Zeit wieder rum. Jetzt ist die Zeit wieder rum, ja. Dann, ich will hier diese Stelle jedes Mal. Ich will hier einfach nur runter. So, meine Fresse. Ja, auf ein neues würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Spring hier runter. Verdammt nochmal. Für so einen Parcours ist die Steuerung echt nicht gemacht. Aber darum geht's ja nicht, ne? Ist ja für dieses Format genau richtig. Also, gut gemacht, Ubisoft. Geh hoch! Geh! Es kann sein, dass das ihm jetzt zu hoch ist auf einmal. Und da musst du von einer anderen Stelle wieder hinkommen. Ja, klar. Oh, ja. Jetzt haben wir es doch. Also, ist so ein bisschen launeabhängig, würde ich mal sagen, bei dem Charakter. Ja, das ist ja gut. So, zack, hoch, zack. Okay, hier will ich gar nicht hoch. Nein, und hier will ich auch nicht hoch! Jesus Christ. Ja gut, scheiße. Okay, die Runde ist eh für den Arsch. Ach, du hast noch 10 Sekunden. Ja, ich muss tatsächlich mal das Klettern üben hier. Jetzt nochmal schnell hier üben. Hochjumpen, so. Und dann nochmal hochjumpen, dann macht das nämlich doch, ne? Muss man länger drücken? Warum macht das manchmal? Aber der Anfang hast du raus, ne? Wird, oder? Ja, ja. So, zack, kehrt Marsch, da geht's weiter. So, zack, rüber, okay, und hoch, Boy, hoch, jawohl, okay, zack, 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 und hier rüber, yes, und weiter geht's, wieder zurück, okay, wo ist sie, die nächste? Ja, das ist dann so das Problem, wenn er die ersten 7, 8 Flaggen eingesammelt hat, dass er noch nicht genau weiß, wie es dann weitergeht, und dann sieht man hier, verschwendet er jetzt komplett seine Zeit, die er eigentlich gut gemacht hat. Ey, sag mal, der Boy hängt sich wirklich überall ungefragt ran, ne, aber wenn man mal wirklich irgendwo ran will. Und da haben wir es halt wieder, jetzt weiß er wieder nicht, bei 7, 8 Flaggen, wie es weitergeht. Welcher er am besten holt. Da hat er sich noch keinen so wirklichen Plan oder Strategie gemacht. Und da ist er wieder vorbei. Wo ist er da? Nein! Ach Mann, warum springst du nicht an den? Ja, und hoch, komm mal. Weiter, ja, komm schon! Geht die Zeit wieder runter. 5, 4. Warum drei. Macht das nicht? Ja, das wird nix. Verdammte Scheiße, ja. Sieht auf jeden Fall sportlich aus, aber dafür gibt's halt keine Punkte. Ach so. Jetzt weißt du's. Ey. Dude, was willst du von mir? Geh da hoch, verdammt. Ja. Ja. Oh. Ganz knapp. Okay, ganz man muss knapp. Es ewig lange drücken, oder was? Oh, das ist jedes Mal die gleiche Scheiße hier. Spring hier rüber. Ja, nee, nicht da rüber. Komm schon, Boy. Da hoch. Ja. Ja, sehr gut. Super. Akrobatikmeister. Ganz Mark toll. Hillmann. Komm und rüber. Jawohl. Und jetzt Kraft sammeln und komm. Und hoch. Warum nicht? Und hoch. Das ist wirklich, der wartet hier, bis die Zeit abläuft. Spring da jetzt hoch. Was? Warum nicht? Geh hoch! Oh, es hat geklappt. Also, sag was du willst, das ist willkürlich hier. Okay, zack. Nimmt er, zack, okay. Nächste ist jetzt mal von dieser Seite. Oh, mieses Schwein. Ja, was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist ein Kryptonit. Diese Stelle, die kriegt er noch nicht hin. Vereinte Kräfte, komm schon. Und nur den. Ja! Oh. Genau, weil nur noch 5 Sekunden sind, ne? Du mieses. Nice. So, komm. Schnell. Los! 3, nimm sie! 2, ja. Ja! Okay, das bringt gar nichts mehr, weil jetzt hier hoch. Komm schon, jump! Ja. Jawohl! Und hoch und durchrennen, komm schon. Ja! Okay, ich spring hier nochmal rüber. Nein! Oh.
schnell zurück. Nein, hoch. Nimm sie! Oh Gott. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, genau, wieder die einsammeln. Jetzt vorsichtig, ja. So, vergiss es, ich gehe hier runter. Ich genau, sag's, lass die erstmal. Nein, hier will ich eigentlich auch nicht dranhängen. So, come on. So, nehmen wir die hier, zack. Jetzt hat er wieder richtig gut Zeit gewonnen. Hier hoch, da ist die nächste. Und kick it, jawoll, hier hoch, zack, okay. Und zack, und jump nochmal hier rüber. Nein! Halt, stopp! Marc, erklär doch bitte mal, warum du hier nicht einfach nach links gehst und dann darüber springst, um diese Kackflagge zu holen. Liegt das an deinem kleinen Gehirn? Zack, und jump nochmal hier rüber. Nein! Ah. Hey, wo ist denn die? Ach, das ist wieder die. Ach, fick dich. So, zack, hier, scharfe Kurve nach hinten. Komm rüber, ja. Das sah komisch aus. Genau, und hoch, und rüber, hoch, genau, und zack. Oh, schau mal, Marc. Hier könntest du auch ganz easy diese nervige Flagge holen. Einfach nach rechts und hüpfen. Wäre das eine Idee? Und rüber jumpen. Nein. Dann halt nicht. Und jetzt von hier genau und dann. Also nicht da, sondern die andere Seite. Ja, das ist jetzt die Stelle, ne? Es muss doch irgendwie gehen, meine Güte. Oh Gott, ich kann das nicht mit ansehen. Jetzt gehen wir mal hier rum. Nein! Aber das fürs nächste Mal. Hier schön den Bogen laufen, das ist, glaube ich, ein guter Plan. Ja, die Außen wäre besser gewesen. Da wäre ich lieber nach außen, glaube ich. Oder? Nein, ich wollte gar nicht springen. Aber von hier, ja. Oh, wie schön. Oh. Jawohl. Jetzt schon wieder vergessen, was ich da getan habe. Wir gehen hier hoch. Zack. Und hier war es doch dann gleich, ne? Genau. So, hier hoch. Genau, hier unten durch. Ja, oh. Gut, oder so. Ja, ist nicht eingesammelt, aber die andere. Ja, die andere habe ich verpasst. So, zack. Hätte er schneller machen können, hätte er schneller machen können. Aber ich glaube, das merkt er sich und dann wird er drin auch besser. Und wo geht's weiter? Wir haben gleich die 15. Flagge. Jetzt sucht er wieder lange. Das kostet natürlich Zeit. So, wie hier hoch. Aber er merkt sich langsam einen Weg, wohin er laufen muss, und das ist ganz gut. Jetzt muss er das nur noch mit der Steuerung verinnerlichen und das Ganze jetzt schneller ablaufen lassen, und dann geht das. Jawohl, und gleich hier rüber, und hier rüber, jawohl, und weiter geht's hier hin, jawohl, und weiter geht's hier unten hin. Lass dich fallen, boy, lass dich fallen, jawohl, und hier drüben ist die nächste, komm schon. Lass dich fallen, ich will es nicht, ich will nicht hier hoch, ich möchte hier ranspringen. Ja, danke schön, dann kann ich auch hier ranspringen. Ja, danke schön. Und dann kann ich hier rüber springen. Und yeah, danke schön. Und dann kann ich hier weiter, wo ist die nächste? Da, slide, slide, mein Boy. Ja, oder so, zack, und rüber, zack, hier ist das nächste. Nein, ich will hier gar nicht hin. Nein, hier will ich auch nicht hin. Lass dich fallen. Ich drücke B und springe hier rüber. Schade, weil es da ist ein guter Run. Zack. Aber ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Okay, und weiter. Oh, da ist die nächste. Und durchsliden. Runter, ja. Oder so. Oder so. Okay, und da, durchsliden. Oh, oder so, okay. Und da ist die nächste. Zack. Spring hoch, Junge. Spring hoch! Du. Schneller! Nein. Yes. Da hoch! Nein! Hoch! Oh, oh Gott. Knapp! Knapp! Ab geht er. Zack. Wenn du dieses Feeling jetzt aufrechterhältst, ja, klar. Dann wird es heute was. Jetzt nochmal hier gleich den großen wegmachen, meinen großen Widersacher hier. Ja. Jawohl. Und das ist. Du hast jetzt raus, ne? Okay, lass dich mal fallen, Boy. Lass dich mal ruhig fallen. Ja, leider kostet es wieder Zeit. Ich meine, er hat zwar noch genügend, aber man sieht halt, die Zeit geht dann doch schnell runter. Genau, und jetzt musst du durchziehen. Renn, 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 als, renn. Als. Renn, Boy, renn! Run, Boy, run. The baddest of girls. Da, da, da. Da, 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 da. Nein, da ist doch die nächste. Das meinte ich halt auch vorhin, ne? Dass er viel Zeit halt auch braucht. Hoch, 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 Boy. Nein! Hoch! Nein! Warum? Warum? Ja, war gut. War kein schlechter Versuch.
Also das Nervige ist ja wirklich nicht, die Flaggen zu finden und so, manchmal auch. Das Nervige ist ja, dass du sie 10 cm vor dir hast, aber nicht hinkommst, weil der einfach so dumm ist. Ja, die Steuerung ist halt ein bisschen, ja, widerwillig. Nein, nein. Ja, 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 okay. Da musst du dir überlegen, ob du die versuchst zu holen von der Position oder ob es gleich lassen. Nee, ja. Der Zug ist abgefahren. Drunter. Drunter? Drunter. Meine Güte. Ah, jetzt. Gott! Jetzt kommt sie wieder mit der Steuerung nicht mehr so richtig klar wie vorhin. Gott, ich will da nicht dran! Geh runter! Und vielleicht springen wir erstmal hier ran, weil das da sowieso nicht klappt. Und vielleicht nochmal zurück. Genau. Und hier ran. Komm schon. Genau. Und hier rüber. Jawohl. Und hier drüben ist doch eine. Kann man machen, aber er muss ja den Weg dann zweimal gehen, vor und zurück, weil auf der anderen Seite ja auch noch eine Flagge ist. Und das dauert halt Zeit. Das dauert Zeit. Das war eine schlechte Routenplanung, ne? Ja, das. Die hätte man lieber in einem Weg einsammeln sollen. Ist jetzt doppelt so viel Arbeit gemacht quasi, ja. Komm. Oh Gott! Ja, fast. Ja, hier! Du kannst einsammeln, genau. Und hier! Sie. Und rüber! Rüber! Nein! So, jetzt wird's eng. Ah, drüber klettern, ja, drüber. Gott, ist das peinlich. Nimm doch Nein. die verfickte Flagge! Oh, das war jetzt richtig mies am Ende. Alter, ey. Die arme Sau, die das schneiden muss. Ja, vor allem auch das ganze Material sichten. Och, ist gar nicht so schlimm. Macht total Spaß. So, jetzt gehen wir hier hoch. Zack, und hoch, und hoch, und hoch. Geh, geh, geh. Ja. Ja. Und lauf, und jetzt spring verfickt nochmal an dieses Ding daran. Daran. Ah. Es geht einfach nicht, ne? Das macht er nicht. Manchmal macht das. Also, ein bisschen leid tut er mir schon. Geh doch bitte einfach. Nein, ich möchte da nicht dran. Ich möchte da wirklich gar nicht ran. Slidey slide. Slidey slide. Oh. Warum? Hoch, hoch, lauf, lauf! Nein, ich wollte nicht. Ich bin nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen. Hä? Was war das denn? Spring rüber, nein! Dahin, spring dahin, spring dahin! Und jetzt schaffst du das auch ganz da. Oh Gott, du bist ein dämlicher Hu. Okay, weiter, weiter. Geh! Warum hältst du dich so dumm fest? Lass dich fallen. Ja, unten, unten, schnell, nimm die. Nimm die Scheißflagge. Also, was mich fertig macht an dieser Challenge, ja? Ja. Dass du, es fehlt der Fortschritt in dem Sinne, dass du sagst, ach, hier bin ich gescheitert, weil ich habe B statt A gedrückt. Mhm. Dann muss ich ja das nächste Mal A drücken. So, das gibt's halt nicht, weil es jedes Mal wieder so eine Zufallskomponente ist. Ja? Der Sprung gelingt beim einen Mal und beim nächsten Mal dann wieder nicht mehr. Das ist halt das, eben, ist das, was so sehr frustriert. Die besagte Steuerung, die ich halt am Anfang ja erwähnt habe, ne? Auf ein neues. Ja, auf ein neues. So, zack. Jetzt kann ich hier lang. So, slide, slide, baby. Yes. Und da ist die nächste. Jump, baby. Yes. Dann slide, baby. Yes. Dann komme ich da hin. Ja. Ja. Genau. Perfekt. Nimm sie. Warum gilt das nicht? Nehmen. Hä? Das war jetzt komisch. Eigentlich hätte er sie nehmen müssen. Gar nicht schlimm. Rückschläge gehören da im Prinzip zu. Gut, das wird gut. Spring da ran.
Ja. Marc, 30 Flacken. Ich glaube, du musst runter dann. Lass dich runter, lass dich runter, lass dich runter! Lass dich runter! Oh. Warum nicht? Ey, so viel Zeit hatte ich hier noch nie. Jetzt lauf einfach dieses verfickte Ding hoch. Danke. 35 Sekunden sind auch gut, ja. Das ist echt. Das könnte der Run werden. Aber mal abwarten, ne? Vielleicht gehe ich erstmal hier und jetzt mache ich den mal so. Ja. Das wäre ja eine gute Idee, ne? Dann wieder so, dann einmal fallen lassen. So und jetzt darüber. Nee, scheiße. Aber solange du Flacken einsammelst, ist gut. Schnell, 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 schnell. Oh. Nee, nee, wird nichts. 29 Flacken. War echt gut. Tauschst du immer noch, Marc? Was bist du für ein scheiß Loser, ey? Ich bin gerade erst angefangen. Wir hatten technische Probleme. Das ist mein zweiter Lauf. Weg. Ist gut in der Zeit. Wo ist noch was? Hier oben. Noch 5 Flacken. Da hinten oben. Nein, ich möchte nicht. Das könnte was werden. Ich sehe 3. Wo ist die 4? Ich glaube, relativ zentral. Die, wo du noch nie eingesammelt hast. Oha, das wird's, oder? Guck mal da hinten, ja? Oh mein Gott! Wie komme ich da hin? Einfach drauf auf ein Holz und dann, glaube ich, runterfallen lassen. Okay, fallen lassen, fallen lassen. Ja, also hoch. Nein! 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 Schnell. Ja! Ja! Oh mein Gott! Ja! Ja! Nice! Alter, auf die letzte Sekunde, oder wie lange war das noch? Ja, ich hatte locker noch 5 oder so. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Marc. Ja, danke. Ja. Ja, schade, dass du mir da so was Leichtes rausgesucht hast. Ich hätte gerne eine Herausforderung gehabt, aber war nett. Ja, ja war okay. Das erste Mal so? Alter Schwede, jetzt mal ohne Scheiß. Also besonders diese letzte, die hatte ich ja noch nie, ne? Die hat's noch nie, genau. Und dann falle ich da dran vorbei auch noch. Ja, Freunde, das war ja was. Da wurde ich ja ganz schön gegrillt. Jetzt habe ich richtig Lust bekommen auf Assassin's Creed und werde jetzt erstmal Mario Kart spielen. Insofern, wenn ihr sagt, Mensch, der Marc hat sich viel zu gut angestellt, ich will auch mal Leute sehen, die richtig versagen, dann schaut doch einfach nochmal in ein anderes Unspielbar rein, würde ich sagen. Und ansonsten auch in den ganzen anderen Kram, den es hier so gibt, auf diesem wunderbaren Kanal, den ihr gerne abonnieren könnt. Macht es gut, euer Marc-Oliver Lehmann. Das war's. Adriano, was war das für eine Scheiße, Mann?